Der Karma-Pick generell ist auch richtig disgusting, ne? Karma Sevi ist keine Lane. Karma Nidalee ist terrible. Keine Ahnung, wo wir Karma picken. Boah, das ist eine Draft-Gap, die ist unbeschreiblich. So, lass das. Wir brauchen jetzt irgendwas mit CC auf Top, damit Nidalee um Top spielen kann. Wenn wir keinen CC Top picken, ist Game Over. Let's go. Full AP kommt mit Nidalee. Woohoo. Das ist so ein hard using Draft, ne? Dann die vier Threads. Der First sind wahrscheinlich auch on, ne? Boah, es geht wirklich rough aus. Die haben Yone-Ult, die runter das Q, Burn Q, Burn generell mit Relays. Stana wird halt Full Tank gehen, Full Armee kaufen, wenn sie schlau ist. Jinx Global Ult, Jinx Traps, Thresh Hook, Thresh Flame. Die Lane müssen wir jetzt stompen, ne? Weil wir haben Karma gepickt. Wir müssen hier Botlane hart stompen, weil wir haben, ich glaube, nicht das Top-Favorite-Matchup ist für On. Und Mid ist auf jeden Fall Losing-Matchup. Das heißt, wir müssen eigentlich Perma-Prio haben und Lane hart gewinnen. Wenn wir dieses Spiel spielen können, damit Nidalee irgendwie um Bot spielen kann. Das Problem ist, Tristana hat immer First Move. Das heißt, Nidalee kann dieses Spiel eigentlich nicht spielen. Sie hat nirgends HCC. Keine Ahnung, wie das Spiel spielen will. Kann nicht invaden, weil deren Midlane immer priort. Aber wir werden hier auch Hotscaled, auf jeden Fall. Wir müssen im Midgame gewinnen. Weil die werden alle im R itemizen. Im Late Game haben wir keine Chance mehr. Okay, das ist huge. Ornn hat seinen Lane aufgeben für den Wett. Okay, somehow ist das Game jetzt doch in einem relativ positiven State für uns, durch diesen random Invade von den Gegnern. Also Akali will gar keinen Spaß haben mit W-Start, aber das ist schon okay. Jinx hat jetzt eigentlich das beste Move in der Zeiten, wenn sich das sehr bewegend. Ja, die ist so bad. Fuck, wenn töten können. I bet. Wenn safe töten können. Ich hab so passiv gespielt. Oh mein Gott, Akali hat den Band. Ach du Scheiße. Was macht die Trist? Wo ist die? What? Scheiße. Okay, ich meine, wir sperren auf, ne? Boah, der Band hat richtig Bock. Er tankt. Boah, werden die gefickt, Alter. Wir spielen das so gut. Ich habe ein Batzen Damage gemacht. Als auch Nidalee. Okay, aber als wären die da alle zusammen trappen, Mann. Warte, ich spinne auf. Der Schuss war da auch gut. Bitte? Bitte eh nicht. Als wenn sie ja drei Mann drin trappen. Das ist mein Bett. Schade, Mann, das Game war so ein Spiel und da habe ich angefangen zu werfen. No way. Nieder? Aber nieder, Bro. Okay. Ich hab mich so krass verkauft hier. Crazy von mir, um das so zu machen. Was sollte ich mir holen? Hier. Was ist ein Dash? Okay. Ich wusste, es ist ein schlechter Call von morgen. Warum folge ich den? Jetzt habe ich keine Chance mehr für den nächsten Fight. Das ist so bad von mir. Oh nein, Karma, bitte nicht. Du bist tot, oder? Oh, diesen Damage. Ist die schlecht? Wie kannst du schlechtes Movement haben? Ist crazy. Crazy. Das war so lange schon zu sehen, dass da ein Jinx kommt. Das war so abzusehen. Verrückt, wie man dazu sterben kann. Imagine wegen Shadow Flame Akai dieses Game. What the fuck? Was hat die geraucht? Wir sind so planlos und wir haben halt kein Engage unser Team kommt. So Engage ist ein, ja, Zadorn. Muss auf Brand gehen, auf Brand gemisst, alles was wir haben.
Was? Hier unten das Spiel. Oh, ich habe so wenig Hoffnung in dieses Game, ne? Ich bin echt sehr stark. Ja, wie geht hier was? Oh, really? Okay, ich meine, ich mach crazy gut Damage, no. Ich mach schon viel. Aber es reicht nicht. Das kann gut sein. Das ist nicht schlimm, oder? Nee, ist doch schlimm. Fenter, Enkel? Also Fenter, wie nicht. ETP, wir müssen hart den Nash finishen. Geht die nächste Storm? Ja, oder? Wäre ich nicht trotzdem Troll da? Nee, ist irgendwie gut. Viel besser als so Chasen. Nash war schon korrekt, der hat ja nichts bekommen. Ein Nash für einen Inept Tower ist voll ein guter Trade. Ja, jetzt sollten wir mit unserem Nash eigentlich mal ein bisschen was kriegen. XD. Fuck, ich habe mich an Lantern gedacht, ich bin so schlecht. Nein, ich bin Bastard. Nein, ich bin Bastard. Ich bin Bastard. Ich bin Bastard. Fuck! Ich bin schlecht. Game vorbei. Game's vorbei. Ah, oh, Game's vorbei. GG. Ich dachte, ich wollte den komplett. Hätte ich auch fast. Ah, oh, mein Bett. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Könnt ihr enden? Bitte könnt nicht enden. 40 Sekunden. Dumm. Ich glaube nicht, dass wir verloren haben. Schade. Ich dachte, ich wollte ihn komplett, den Brand. Ich hätte pingen sollen, wenn ich dann Ohr 0 kriegt, würde ich heute. Bitte nicht, Akali. Weil sie möchte verlieren. Warum hat sie das gemacht? Ich lebe in 14. Nein. Haben wir jetzt verloren, weil die reingegangen ist? Der Nihali hat gesmurft. Oh, Nihali hat Turbo gesmurft. Oh mein Gott, Nihali hat so gesmurft. Wieder anders zu verhalten. Flank, ich hab einen Flank. Ja. Game vorbei, ja, ne? Es ist nur Trist und die Slow. Low Eco meinte ich. Okay, ist over. Holy shit, ich dachte, ich hab's Game verloren. Oh, ich dachte, ich kann die so krass one-tappen alle, ne? Ich hab so die Montage-Musik angehabt. Ja, ein schöner Pentangle gewesen. Das ist crazy, dass die alle getrappt haben, Digga. Ich hab mal das Beste rausgeholt, würde ich sagen, den Brand da mitzunehmen war schon gut. Ich habe auch noch gut Damage gemacht. Was Nier, der tut, ist halt kriminell. Aber das hier ist halt disgusting von mir. Ich bin halt Full-Full-Build, ne? Ich denke, ich one-tap den Brand komplett. Ich kann meinen Schaden nicht einschätzen, aber man ist nicht so oft Full-Build mit Zeri. Ich dachte mir, okay. Ich Ult-Q-Out-Tech den, der ist One-Shot. Aber er hat halt perfekt mich insta-stunt, right? War clean von ihm. Ich bin halt disrespected, so. Gott, ja, wie viel Schaden ich hier mache. Wenn ich Qs anders procke hier. Wenn ich jetzt mein Q nicht auf Brand greede, sondern hier rein greede, ich schwöre, die sterben. Wenn ich hier jetzt auf Jinx Q, die ist tot. 100%. Wenn ich hier Jinx Q, ist die Jinx auf jeden Fall tot. Probably sind Jinx und Triss tot. Ja, Jinx auf jeden Fall. Triss treffe ich, I guess, auch so. Aber Jinx töte ich, glaube ich, da, wenn ich besser Q. Ach, Digga, war das bad. Der Einzige, wie wir das Game verlieren können, Alter. Hab ich gebrieft. Okay. Damit sind schon des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen habe ich endlich mal wieder ein SV-Game des Tages für euch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, kuss. Der Leber ist auf jeden Fall geworden jetzt. Ja, ich glaube, es ist Liebe.